Willkommen im Signal Iduna Park, liebe Zuschauer daheim an den Geräten. Das Wetter ist klasse. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Borussia Dortmund gegen Slavia Prag. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Jude Bellingham steht gemeinsam mit Salih Özcan im Zentrum. Und vorne setzen sie in dieser Partie heute auf lediglich einen Stürmer. Da haben sie die Chance. Kobel hält den Ball. Starke Aktion. Wir sehen die kurze Variante. Das macht er sehr gut. Viele trauen vor allem Jude Bellingham heute eine entscheidende Rolle zu. Er wird das Spiel hier heute gestalten. Das ist seine große Fähigkeit und dafür brauchen sie ihn auch. Jetzt der Schuss! Wahnsinn! Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Die kommen über Bellingham. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Sie suchen die Lücke. Gefährlich, der Steilpass. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Süle. Bellingham. Moukoko. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Da lässt er nichts zu. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Oh, das sah vielversprechend aus, aber abseits. Knappe Geschichte, aber da kam der Vorstoß ein Tick zu früh. Das sind Sekundenbruchteile. So wird die Szene abgepfiffen. Schade. Das hätte durchaus gefährlich werden können. Alles eine Frage des Timings. Schöner Zweikampf. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Vielleicht der Ausgleich. Salih Özcan. Das muss er besser machen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Brandt. Die Chance für Marlin. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Die kurze Ecke. Da ist der Ball. Noch können sie nicht aufatmen. Weiter geht's. ...45 Minuten sind vorbei, die Spieler gehen erstmal in die Kabinen.
knappe Führung für den BVB. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Schön durchgesetzt. Können Sie jetzt klären? Machen Sie gut. Steilpass. Sie rücken nach. Ball wird erstmal gehalten. Da zieht er ab. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Gucci, Fahne oben. Klar, abseits. Gut gesehen von den Unparteiischen. Das war knapp, das war eng, aber die richtige Entscheidung. Es wird jetzt hier gewechselt. Mukoko. Bellingham. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Mukoko. Der Ball kommt hoch rein. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Bellingham. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Die Riesenchance. Stark, das war's mit der Chance. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Malen. Die Fans fordern Malen auf. Er soll abziehen. Noch führen die Gastgeber hier knapp. Wir sind in der Schlussphase dieses Spiels. Dortmund muss noch mal alles aus sich rausholen, muss alles aufbieten. Der Sieg steht noch nicht fest, aber alle fiebern, bibbern mit. Sie bangen um den BVB. Aber es sieht ja gut aus. Also weiter. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Malen. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Denkbar knapp verlieren sie hier. Das wird sie ärgern. Man hatte so den Eindruck, da war mehr drin. Das wissen sie natürlich auch. Ich glaube, im nächsten Spiel treten sie wieder anders auf. Von Karim Adeyemi haben wir heute ein gutes Spiel gesehen. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.